Der QW410 von DNP ist ein sehr kompakter und leichter Sublimationsfotodrucker für zu Hause, der Drucke bis 11 x 20 cm erstellt. Es gibt 30 Kombinationen von Druckformaten und Veredelungen, zum Beispiel 5 Balane 10 cm für Fotokabinen, 10 15 cm für Passfotos und 10 15 cm quadratische Fotos. 11 x 20 cm Vergrößerungen. Der Drucker ist für Windows und macOS mit den meisten Programmen kompatibel. Der QW410 druckt 3 verschiedene Oberflächen, ohne das Papier wechseln zu müssen. Sie können durch eine Treibereinstellung matte und glänzende Drucke erzeugen. Ein 10x5 cm Foto kann in 18 Sekunden gedruckt werden. Der Drucker hat eine Funktion zur Vermeidung von verknittertem Papier. Aktivieren Sie dies im Treiber, wo Fotos ungebogen aus dem Drucker kommen. Und der QW410 ist bekannt für seine hochwertigen Drucke. Auf sowohl Standard- als auch Premium-BNP-Papier. Mit einer schönen Darstellung der Farben. Qualitativ hochwertige Drucke in kleinem Gehäuse. Immer die angegebene Anzahl auf der Medienverpackung. Kurz gesagt, hochwertige Drucke. Egal wie bunt deine Fotos sind, schauen wir uns an, wie wir die Medien in den QW410 einlegen. Also das Band und das Papier. Wir fangen mit dem Band an. Das Band liegt hier, das legen wir oben in den Drucker. Hier gibt es einen Hebel, den wir drücken. Kommt der Deckel zu hoch? Und dann können wir das Band eigentlich nur auf eine Art und Weise in den Drucker einlegen. Links haben Zähne. Und diese Zähne ermöglichen es, das Band dort einzufallen. Also, du klickst zuerst hier auf die linke Seite und dann auf diese Weise auf die rechte Seite. Das gilt auch hier vorne. Links haben wir die Zähnchen. Zuerst und dann hier gelb auf gelb. Das darf einfach nicht schief gehen. Das kann nur so geschehen. Du rollst die Rippen ein wenig hoch, damit er straff sitzt. Dann kann die obere Klappe wieder geschlossen werden. Und dann werden wir das Papier noch platzieren. Dann kann die Schale für den Fotoscan entfernt werden. Dann können wir diese Vorderseite einfach abklicken. Dann können wir die Rollenhalter herausnehmen. Die können links und rechts sein, also spielt es keine Rolle, welche wo ist. Die Papierrolle kann dann in einer solchen Art und Weise sein. Fortlaufend aufrechterhalten. Hingegen auf der gegenüberliegenden Seite verbleiben. Und dann können wir das Ganze wieder in den Drucker einlegen. Es ist wichtig, dass das Papier nach unten hin nach vorne abrollt. Lassen Sie uns es auf diese Weise im Drucker machen. Rollen Sie dann die Rolle nach unten, bis Sie 2 Pieptöne hören. Dies ist der richtige Weg, um es zu tun. Und dann bist du sicher, dass das Papier richtig platziert ist. Dann kann diese Schüssel wieder vorne darauf gestellt werden. Auffangbehälter für Fotos kann wieder eingesetzt werden. Jetzt werden einige leere Fotos ausgedruckt. Keine Fingerabdrücke auf dem Druck sind vorhanden, um sicherzustellen. Das dauert noch etwas. Nachdem diese Drucke fertig sind, ist der Drucker bereit. Drucken gehen! Danke, dass du dir dieses Video angesehen hast. Für weitere Informationen oder um eine Bestellung aufzugeben, besuche benel.de.